Für unser Video haben wir die günstigste und die teuerste Drohne aus dem Test in Heft 5 2015 der Mac & I ausgesucht. Das iPhone und das iPad werden an die Funkcontroller geklemmt und dienen als Display für das Live-Bild der Bordkameras. Der Cheerson CX30W kostet nur 80 Euro, besitzt aber bereits eine Kamera mit WLAN-Hotspot. Man kann die Drohne über das Display lenken, besser geht es aber mit dem Funkcontroller. Hört man mit dem Gasgeben auf, fliegt außerhalb der Reichweite oder setzt einmal die Steuerung aus, fallen die günstigen Drohnen einfach herunter. Die 700 Euro teure Bebop von Parrot startet per Knopfdruck und hält sich in 1 Meter Höhe. Permanentes Gasgeben ist nicht nötig. So kann man sich ganz auf die gewünschten Bewegungen, wie Drehen um die eigene Achse, konzentrieren. Der Bildausschnitt lässt sich vom Boden aus ohne Bewegung der Drohne verändern. Dazu dient ein eigener Joystick an der Fernbedienung. Auch das für Fluganfänger problematische Landen funktioniert auf Knopfdruck und vollautomatisch.